Viere gehen und ich komme dann nachher nach. Die sind da links abgebogen. So, da ist der Orgel. Da, weil ich muss ja. Ja, super. So gefällt mir das. Verstanden? Zur Rückmeldung vom Orgelkram gerade vor
bist da? Ich bin noch gar nicht da. Du bist noch gar nicht da. Ich mach nur hier ich schon mal ein bisschen. Du bist der Ghost von Stoffel, oder? Bitte? Du bist der Ghost von Stoffel. Genau. Ich bin noch nicht da, geh einfach weiter da. Also einer ist jedenfalls da unten, nicht gehfähig. Ja, ich bin aber noch nicht da. Also. Wer ist davon? Gibt es immer mal zwei Meter Funkgeräte, bitte? Richtig. Ihr habt aber eigentlich welche an Bord? Nein. Okay, gut, dann schauen wir anderweitig. Dankeschön. Nein. Yeah.
regelmäßig, übermäßig da? Ja, doch nicht. Aha! Was ist denn SEG-mäßig noch an anderen Autos da? Unten wir stehen mit einem MZF und der Mannschaft ist da herum. Ja. Und wir sind mit 5-6 Personen auf dem Gewissan. Also der Gewissan ist eigentlich voll besetzt. Und das MZF ist wo? Das MZF steht unten. Das steht unten noch. Das Personal ist hier. Das Personal ist hier komplett? Genau. Gut, du bist der Chef vom Auto. Gut, passt. So, und wir sollen ausleuchten, ja? Ein RTW und ein NR zur Schadenstelle. Die Stelle da unten, den PKW? Ja. Und die sind ausleuchten. Gut. Wunderbar. Seid ihr schon irgendwie da in die Ausleuchterei integriert, oder? Jetzt gerade auch der Ingenieur. Ja, ja, passt. Genau. Gut. Dann seid ihr alle beschäftigt, dann ist wunderbar. Genau, gut. Gut. Ist die Grundversorgung oder nicht? Dann, habt ihr ein Team, wo Verletzte betreuen kann dabei? Okay, du zu zweit, wer ist dein Teampartner? Wo ist der SUV? Ja, hier, halt, das bin ich. Dann machen wir es so, dann kriegst du von mir die MZF-Besatzung komplett zur Betreuung und die GW-Besatzung macht deine Ausleuchtung und dann drehen wir das taktisch, das ist wunderbar. Ich brauche eine Besatzung hier unten und eine Besatzung bei dem RTW rechts im Graben neben dem Bulldog. So, ihr seid zu dritt? Wir sind zu viert. Zu viert. Dann macht ihr Zweierteams. Okay. Ein Zweierteam geht direkt an das Fahrzeug, ein Zweierteam geht darüber. Wer ist der Chef von dem anderen? Da machst du ein Zweierteamchef, wer ist der andere Zweierteamchef? Dann bist du der andere zwei und welches Team geht wohin? Nehmt ihr zwei nehmt das und ihr nehmt euch das Fahrzeug da drüben. Gut, wunderbar. Ja, freilich. Gut, passt. Und ihr könnt schon mal loslegen. Wunderbar, sehr gut. So, du hast es mitbekommen, ich habe dir die MZF-Besatzung komplett abgezogen. Ja. Die sind autark und ihr macht nur auf euch allein gestellt Ausleuchtung. Ne? Gut, weißt du Bescheid. Pass auf, es ist sehr, sehr rutschig da an der Kante. Lange mal da bitte mit hin, das ist für einen alleine ist das nichts. Aufpassen, gerade an der Böschung, Männer, ist extrem rutschig. Ja, hier. Ja. Die stehen hier. Wer kann die Betreuung übernehmen? Vielleicht setzen wir sie in irgendein Auto rein. Ja, meine Betreuungskapazität habe ich gerade schon abgegeben. Also ehrlich gesagt habe ich eigentlich gerade keinen Nerv dafür. Aber wir können das nicht in Regen stehen lassen. Ist vollkommen klar. Wir haben jetzt vorne den Kater, wir können einen Fahrzeugmotor zum Aufwärmen. Vorne. Wir können... Doktor, vorne sagt, es ist ein Auto. Das hat jetzt der Robert aber gerade außerplanmäßig angeschaut. Dann hocken wir es derweil in ein Auto, kümmerst du dich um die? Ja. Gut. Also hier war
Du weiter vorrücken, aufpassen, hier ist extrem rutschig und da vorne melden bitte. Auch vorrücken, aufpassen, hier an der Kante extrem rutschig. Damen. Ihr seid sie richtig, passt auf, wenn ihr da am Auto vorbeigeht, extrem rutschig an der Böschung, auch wenn ihr da runter geht, vorrücken und vorne nochmal melden, bitte. Ja, ich bin zuständig. Du bist. Ja. Der Kollege von da hinten hat zu mir gesagt, ich soll ein Spineboard. Ja, kommt gerade. Danke dir. Ja. Bringst du das Spineboard 4? Eins, weil ich kann natürlich zwei so großen haben, oder? Wir brauchen noch eine neue Leuchte, die eine ist. Bringst beide mit vor, ja. Vier Stück brauchst du? Weil zwei bringt er gerade. Zwei reichen. Gut. Jetzt auf Anweisung oder ja. Einfach weiter, nehmt die Trage mit, rückt weiter vor und meldet euch da vorne nochmal bitte. Und aufpassen, die Böschung hier ist extrem rutschig. Hast du irgendeinen Helfer frei? Die melden sich immer vorne bei mir beim GW San und ich würde mich jetzt gerne um mein SEG kümmern, weil die Besatzungen warten immer, bis jemand weiterschickt. Wenn du irgendjemanden hättest, den du vorne abstellen kannst, war das hilfreich. Okay. Einfach zum Fahrzeugbesatzung in Empfang nehmen. Okay, dann nimmst du die Fahrzeugbesatzung in Empfang. Deine Aufgabe ist es, ich bin komplett ausgebucht, tut mir leid. Wie schaut's aus? Kommt sie zurecht? Also, unten scheint wohl der Oberschenkel gebrochen zu sein. Ja.
das Becken ist auch schmerzhaft. Ja. Genau. Müssen wir halt schauen, wie wir ihn rauskriegen am besten. Okay, also hast du hier einen schweren oder hast du da noch mehr Patienten? Ich habe einen. Also damals, ich simplifiziere es jetzt mal, Verdacht Beckenfraktur und du musst ihn aus dem Fahrzeug befreien. Genau. Kriegst du den alleine raus oder? Wir bräuchten Hilfe. Also, wie viel was braucht ihr von mir? Wir brauchen ein Spineboard-Bringer. Ja, das müsste eigentlich unterwegs. Jemand von euch Maschinist irgendeines Autos? Nein, weil Maschinist. Ja, dann ist wurscht, weil die Autos müssen Motor laufen, sonst springen die nicht mehr an. Ja, nee, Maschinist haben wir nicht im Angebot. Ja, generell, wenn die Autos alle mit Blaulicht dastehen. Ja, klar. So, also was brauchst du? Ein Mann, ein Spineboard, ein Mann oder was? Ich brauche ein Spineboard, ich brauche noch zwei Leute am besten. Ja, zwei Leute werden nicht funktionieren, aber das Spineboard müsste eigentlich schon da sein. Ich schau mal, wo das steckt. Seid ihr technisch dann soweit durch? Technisch, die Fahrzeuge, jetzt sind wir beim Ausleuchten fertig. Ja. Und die Leuchtung steht, der Maschinist fährt den Karren noch ein bisschen. Ja. Ansonsten sind wir soweit eigentlich aus der Wurzel mehr werden. Von der Gasse. Hast du dann... Kann man auch noch den Laster hinten reinschmeißen. Ja. Ich habe vorhin aber von der Jugend gesagt, dann kann man liegen lassen. Also wir brauchen Schutzhandschuhe und wir brauchen einen Kopf. Gut. Schutzhandschuhe. Lass euch von Björn in die liegen in die Kisten drin oder oben im Handschuh an. Hast du freie Helfer? Ja, nein, sofort. Ja, kein Stress. Gut, jetzt warte mal schnell. So, jetzt. So, da vorne ist eine MZF-Besatzung, die wollen noch ein Spineboard haben und idealerweise noch einen Mann, wenn du noch einen hast. Einen Mann mit dem Spineboard? Du bist SCG-Führer. Hier. Du bist SCG-Führer. Der GW San soll, ist eigentlich von der Übungsleitung für die Feuerwehr bestimmt. Ja, wir müssen hinter zu dem Du musst dich nochmal als Feuerwehr melden. Irgendwie. Ach so. Aha, okay. Das ist leider schätzt vor. Siehst du was durch die Brille? Ja, die Brille, die Leute muss ich hier. Ja, ich brauche der Hände. Ja, das andere ist an dem an der Unfallstelle hier vorne. Ja, das hat er nicht verstanden jetzt, glaube ich. Weiter Abflugplatz, nehmt den Fahrzeug. Ja, du wirst nicht durchkommen mit dem Funk. Nein, das ist der. Wir gehen noch ins Wort ein paar Handschuhe, bitte. Wie viele Fahrzeuge bzw. Besatzungen befinden sich noch am Abflugplatz? So. Dann meldest du dich. Ich geh mal zum Audi mit denen zwei. Wer ist denn dann noch einmal? Bleibt denn jemand der am Auto oder? Bleibt am Auto und du bist der Maschinist. Ja, dann klär du das mal mit dem Audi und dann schließen wir uns noch mal kurz. Gehst du auch bei ihm mit? Was meinst du? Aber die sind cool.
So, ihr bleibt eigentlich mal in meinem Fahrzeug. Gut. Wo steht denn unsere Trage dann? Aber komm mal, ohne. Wir machen das alles ohne Feuerwehr da. Wie lange dauert es denn da bei denen? Wir holen ihn gerade raus, also der ist in spätestens 4 Minuten da draußen. Orgelfeste Gehführer. Orgelfeste Gehführer. Gibst du eine Rückmeldung direkt an Orgel? Wir haben beide den Stall besorgt. Also wir haben unseren draußen, ne? So, legt's einmal ab und gurt jetzt ihn an, bitte. Hast du irgendwas? Richie? Ja? Heute Ansage, bitte Alter, wir haben 10 Minuten Zeit, wir haben die Patienten alle vorne an der Patientenablage. Ja, ist kein Problem, das schaffen wir gut. Was mache ich jetzt damit? Sie kommen gleich. Okay, wunderbar. Magst du da hinten schauen, wie lange das die noch brauchen? Jawohl. Willst du den direkt weggefahren haben oder sollen wir den ja ganz normal regulär da hochbringen? Nee, da besteht schon eine Trage. Ja, genau. Also wir sind rein auf die Trage. Schockraum sind schon vorangemeldet. Welches Haus? Sollen selber nachfragen. Alles klar. Welches Haus das geht. Gut, aber mir direkt auf das Bett, auf den RTW und weg damit. Genau. Alles klar.
So. Wir tun ihn direkt auf diese RTW-Trage und er wird direkt abtransportiert. Der geht nicht mehr zur Ablage vorher. Ist aber gerade bewusstlos geworden. Wir müssen vielleicht davon abschützen. Aber wir haben noch einen Notarzt, oder? Mit der hier. Ja, ich weiß, genau. Wir tun ihn jetzt. Warte jetzt mal ganz kurz. Also, damit wir ein klares Verhältnis haben, wir tun ihn jetzt unabhängig davon, ob er schnauft oder nicht, da vorne auf die Pritsche, okay? Ja. Gut, auf mein Kommando. 1, 2, 3, hebt an. Wo steht die Trage? Da. So, Herrschaften, ganz langsam. Fahrt das Tempo runter, es ist zu rutschig. Und langsam. Langsam. Wo steht euer RTW? Vorhin schon hoch, oder? Wir stehen unten. Und Abstellungsplatz. Ja, genau, ich will sie hochfahren. Ja, ich stelle vom KTW 3. Das ist weit, ja, kannst du aber schlecht wenden hier oben, ne? Ja, jetzt hoch. Ja, pack ich's nur schnell ein und fahr's nur vorwärts. Schnauft er jetzt noch, oder? Schnauft er suffizient oder nicht? Traut ihr euch ihn allein zu fahren oder braucht ihr einen Doktor? Wir fahren allein. Gut, dann das Auto unten. Die RTW-Besatzung geht mit dem Patienten direkt rüber und dann tun wir noch zwei SEG-Helfer noch zum Begleiten mit. Das ist einfach. Dann bleibt ihr zwei, bleibt beim Patienten. Ihr ladet ihn direkt ein. Ihr habt einen vorangemeldeten Schockraum. Ihr holt euch selber euer Transportziel. Okay? Also, das ist ein vorangemeldeter Schockraum. Ich habe aber noch kein Zielhaus für euch. Ihr redet direkt mit der Leitstelle und holt euch euer Zielhaus selber. Okay? So, und hier kommt es wieder rauf, wenn ihr den Patienten abgegeben habt, treffen wir uns wieder beim Gerätewagen im Zweifelsfall. So. Habt ihr gecheckt, ob wir alles Equipment haben? Habt ihr nochmal geschaut? Habt ihr alles Equipment? Ja. Sicher? Ja. Ganz sicher? So, du hast nur noch, bist du immer noch Feuerwehr oder gehörst du mit mir? Würdest du mal den Sauerstoff und den Rucksack da drauf geben? Auf die Hand. So. So, ihr habt noch Probleme beim Patienten rauszubringen. Der zweite, das habe ich am Schirm, der zweite ist schon draußen, oder? Gut. Wart kurz, ich komme gleich wieder hierher und kläre es, aber wart noch mal abtransportieren, bis ich Bescheid gebe, okay? Was seid ihr für ein Auto? Dann, ja, ihr seid aber Patienten, geh du geschwind mit mir.
Ich wüsste keine, aber ich kläre das geschwind. Ihr habt ja schon jemanden geschickt oder ich kläre das sonst. Also ist jetzt ein freier KTW. Ein freier KTW mit freier Tage. Okay. So, gibt es hier irgendeine Transportunit? Also ist hier ein RTW oder KTW auch vor Ort? So, wir sind theoretisch hier alle Feuerwehr, oder? Right? Alles klar. Dann gehört euch der Patient, sobald der draußen ist. Nee, 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 der hat einen gebrochenen Unterschenkel. So, ihr könnt ihn alleine, gebrochenen Unterschenkel könnt ihr alleine fahren, oder? Ist kein Problem. Gut, so. Ich weiß zur Medikation, weiß ich nichts, da könnt ihr Fenta. Geht, oder? Gut. Also sobald er draußen ist, ladet ihr ihn ein. Ich kläre noch mal ganz kurz euer Transportziel, ja? Da vorne stand der freie KTW, den habe ich mir jetzt unter den Nagel gerissen für den Unterschenkelpatienten, der da drin ist. Okay. Das heißt, ich kann diese komplette Einsatzstelle da vorne alleine abmanagen, wenn das okay. für dich okay ja. ist. Transportziel auch wieder autark besorgen. Gut, dann läuft es da hinten, dann ist da hinten, wenn der draußen ist, ist alles erledigt. Dann hast du da hinten kein Terz mehr. Ich habe sonst den Rest nicht im Blick, aber sonst müsste dann alles draußen sein. Das sollte man nochmal checken. Aber alle abtransportiert, genau. Weil dann kann ich mich jetzt um die zwei Patienten kümmern mit dem Kollegen. Ja, kommt er momentan bei einem eine Unterschenkelfraktur, habe ich gehört. Ja. Lass uns nochmal zu den Leichtverletzten gehen. Dann schauen wir mal zu den Leichtverletzten und dann auch so, also, ihr holt euch selber euer Bett. Nicht eine normale Beckenbestellung, sondern über PVM. Das sagt sie einfach am Funk, dass es eine PVM-Verteilung ist und dann kümmert ihr euch um das Zielkrankenhaus selber. Ist jetzt KTW 3, PVM, ihr braucht ein Zielhaus und gut ist es. Also ihr braucht nicht sagen männlich, weiblich, wie alt oder sowas, sondern nur PVM. Und dann könnt ihr direkt autark wegfahren, ihr managt das dann komplett autark. Ja? Und wir kommen dann danach wieder zum Abflugplatz oder sind wir dann auf der? Ich weiß nicht, ob Transportkreislauf aktiviert ist. Ja, dann könntest du, wenn ihr E-Bett bestellt, fragst bei der Leitstelle nochmal, ob der noch läuft. Jetzt haben wir Beckenfraktur, oder was?
Hubschrauber mit auf. Scheint so. Hm. Blöd. Das war geschmeidig. Magst du mal probieren, ob du den Kofferraum aufgesteckt kriegst? Jetzt ist unser Licht weg. Was? Leichtverletzte. Der ist schon lang weg. Wir haben hier nur noch den Schwerverletzten. Bitte? I've absolutely no idea, da war ich gerade nicht da. Weil irgendjemand muss das Auto hier gefahren haben. Ja, aber also es ist schon ein Patient, ein Leichtverletzter, abtransportiert worden. Das ist nur bevor wir den Einsatz hier übernommen haben, deswegen weiß ich nicht, wie, wann, wo, was. Aber da war vorher ein zweiter, der weg ist. Kriegt's nicht auf? Na, auch recht. So. Machen wir mal Leute mit Taschenlampen, dann stellt sie immer mit zwei, drei Taschenlampen her und leuchtet es mal ein bisschen aus. Wenn wir jetzt kein Licht mehr haben, ist das blöd. Ist da was organisiert? Ja. Nein, also die sind eigentlich versorgt. Ist jetzt zu zweit frei, oder? So, dann macht es immer Folgendes. Es ist immer noch bei so Verkehrsunfällen gibt es ein gewisses Restrisiko, dass neue Patienten rausgeschleudert worden sind oder sowas. Das heißt, was ihr mal macht, ist, ihr fangt an der hinteren, beim hinteren Fahrzeug an und checkt mal da so die Waldlichtungen und so weiter, ob da irgendwas ist. Ich meine, hier im Umkreis ist überschaubar und dann können wir hier noch mal ein bisschen schauen. Aber fangt da hinten mal an, weil da habt ihr jetzt dann eure Ruhe. Und einfach in Ruhe nur noch mal sicher gehen, dass wir keine überzähligen Patienten irgendwo noch vergessen. Wir treffen uns wieder hier an dem Fahrzeug. Du fangst da hinten an und da treffen wir uns wieder. Es ist gar nichts da. Also es ist, müssen wir schauen, wenn wir nachher Feuerwehr haben. Ihr habt Taschenlampen, genau. So. Taschenlampen? Was? Nee? Wegen Taschenlampen habt ihr nicht. Was brauchst du genau? Taschenlampen. Zum Beginn Gelände hier das. Ja. Darf man das Auto kaputt machen? Nein! Danke! Nein, keine Taschenlampen. Also die beiden suchen auch gerade ab. Ihr könnt es zu denen einfach aufschließen. Ich schau mal, wenn man Taschen. Schließt mal zu den beiden auf, die haben den gleichen Auftrag. Wenn ich Taschenlampen habe, lasse ich euch welche zubringen, okay? Sowas? Hinten im Mannschaftsraum oben drin ist. Wer weiß denn von den Prinzen, wo das ist? Ist der frei? Ja. Björn? Björn? Kannst du mal Handlampen aus dem Auto noch bringen, bitte? Danke dir. Und dann? Björn? Schau mal, da vorne bei dem anderen Auto, da sind Helfer von uns. Die haben einen Auftrag, noch die Einsatzstelle abzusuchen. Gib denen bitte die Handlampen in die Hand.
Bitte? Ich hab die doch abgesucht. I don't know, Einsatzauftrag wieder ausgeführt. Die rumstehen, die nichts zu tun haben gerade. Helft sie mal hier, ändern mit her an das Beinbord beim Rausziehen, das ist kompliziert. So, ja, pack hier an der linken Seite mit an. Umdrehen, Fuß nach vorne. Auf die Striker trage ich die Mutter vorne. Wer gehört zu der Trage? Ist der jetzt intubiert? Ist der atemlos? Nein, der ist nicht intubiert, aber somnolent. Wer gehört zu der Trage? Wir beide, und wir hätten ganz gerne erste Begleitung. Wunderbar, dann schicke ich meinen Kollegen mit. Wo ist der? Jetzt liebe Begleitung, zieht der Becken. Das ist Kindergarten. Also. Links und zwischen die Beine. Kurz bis der weg ist. Ja, ja, 4 Minuten, aber es wird zappenduster hier ohne. So. So, Fußende, ganz aktuell zu dritt hochfahren. So. Dann die beiden MZF-Männer bringen noch geschwind mit der Katowice-Besatzung den Patienten runter und dann treffen wir uns beim Gerätewagen wieder. Ja? Gut. So. Dann packen wir mal zusammen. Der Trupp da vorne hat Anweisungen, wenn sie da vorne durch sind, das ist ja auch SEG, dann gehen sie zu dem Fahrzeug weiter. Okay. Also die machen autark direkt den Suchautomatismus fertig. Ja, da können sie jetzt eh schon. Ich denke, da hinten sind sie jetzt fertig, von daher läuft es dann auch. Thank you.
Also ich würde tendenziell jetzt meine Leute wieder aus dem Gras holen, weil de facto werden sie keine Patienten mehr finden. Das ist jetzt halt die Frage, ob... Also den Gurtschneider habe ich du hattest so viel Personal beim Hinfahren. So, ihr seid fertig. Ihr könnt schon mal... Ja? Eine ganz kurze Frage. Ja? Im PKW, wo wir den einen vorhin vom Rücksitz... Ja? War da auch ein Fahrer? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Weil dann fehlt er noch. Ja, das wird eh gerade abgesucht, also von daher... Das machen wir gerade. Bitte? Ach so, ja, das ist ein berechtigter Punkt. Gut. Was ist denn der Fehler hier? Der Fehler ist, wenn ihr Autos im Dunkeln finde, sollte alle die, die ihr jetzt abtransportiert habt, vorher gefragt haben, bevor im Auto drin war. Gut, ich packe jetzt mal die Lampen schon wieder mit ein und so weiter, jetzt fahren wir dann mal rück. Also, wir stellen jetzt die Suchen ein. Das ist passt schon. Gas, was geholt. So. Gut, ich gehe zum Auto vor. Ja. Du Ritschi, ich komm dann autark für dich. Ich schau noch, dass meine Bremsen hier richtig aufräumen. Du kannst gerne Chauffeure fahren, wenn du magst. Ich fahr den Auto rauf. Ja, so, oder? Ist noch besser. Rot, Gelb, Grün und Summe. Ja.